Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue. Wir sollen das Ruder der Morrigan übernehmen. Weil wir wahrscheinlich unseren Kameraden helfen sollen. Captain, das ist Steuer! Der uns eine Nachricht. Auf den Posten geht. Der Colonel ist in Not. Was meint ihr damit in Not? Er sitzt in Fort William Henry. Mit schlechten Karten. Hoch mit den faulen Ärschen, Leute! Auf eure Posten! Wir lichten den Anker! Entschuldigt den frühen Tropfen, Captain. Aber wusstet ihr, dass wir uns nun ein Jahr kennen? Ein ganzes Jahr! Ihr ändertet mein Leben zum Besseren. Ihr werdet verzeihen, dass ich schon ohne euch gefeiert habe. Ein ganzes Jahr. Gist? Ich habe eine Frage. Seit wann habt ihr von meiner früheren, nun, Anhängerschaft gewusst? Oh, ihr meint die Assassinen? Das weiß ich schon ewig, Shay. Ich bin betrunken, aber nicht blind. Oder glaubt ihr wirklich, ich nehme an, ihr wärt einem mörderischen Zirkus entflohen? Warum sagtet ihr mir etwas? Nun, der Colonel wollte, dass wir das Thema meiden, damit, wisst ihr, eure Entscheidung nicht beeinflusst wird. Ihr habt mein Leben aus reiner Selbstlosigkeit gerettet und zahllosen anderen geholfen. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich euch schon vor Monaten zum Tempel gebracht. Wem steht das zu? Monroe erwähnt einen Fußball. Monroe erwähnte einen Großmeister, okay? Wirklich? Er hat was zu erzählen. Stelle, Captain! Ganz groß Neues von Paul William Henry. Die Garnison ist umstellt und die Verstärkung bleibt aus. General Montcalm hat für König Ludwig einen Weg quer durch die Kolonien gezogen, nicht wahr? Ich wünschte, er bliebe zu Hause bei seiner Mätresse. Seiner oder Ludwigs? Beider. Wo die des Königs sicher vorzuziehen ist. Fürwahr. Madame Murphy soll äußerst bezaubert sein. Eine Monarchie des französischen Königs. Jetzt wird klar, ihr veralbert mich. Können wir jetzt mal kurz auf die Karte gucken, wie weit wir denn hier segeln müssen. Wir müssen ja ganz woanders hin. Müssen wir noch nicht zu Fuß tuckern hier. Sind wir Ewigkeiten unterwegs, das überspringt ja jeden Rahmen. Halbes Segel! Kann fit sein! So, einmal drehen. Entschuldigung. Ja, ja. River Valley. Ah, ist das schön. Und kalt. Gespannt, wenn wir einer der Templer werden. Müsste ja bald soweit sein. Segel setzen. Das will ich in dieser Aufnahmesession auch noch schaffen. Für mich interessiert das echt brennendst, wie es dazu kommt. Kann man da Schnellriese hier machen? Was ist das hier eigentlich? Nachschubsager, okay. Von hier da hoch ist wahrscheinlich schneller. Hoffe ich. Ladescreen, Ladebalken. Ein Bandenhauptquartier. Okay, das wollte ich jetzt zwar nicht erledigen. Okay. Wenn wir jetzt das schon mal so. Hey,
Blöder Arsch. Blöder Schleicher. So, Deckung durchbrechen und umbringen. Mano. Wir haben einfach nur nichts drauf. Wir sterben viel zu schnell und ich bin an die Steuerung von Unity gewöhnt und ich suche noch mehr Ausreden. Nein, ich bin doch schlecht. So, versuche ich es nochmal. Lassen wir ihn die anderen erschießen. Kann ich, indem ich euch umbringe. So zum Beispiel. So viel zum Thema das Vorverteidigen mit dem anderen Kameraden. Ja, alles da oben, das Zeug, okay. Yeah.
Na, dreh dich um. Die haben hier Sklavenhändler? Also, dass hier keine Assassinen. Na, gib schon her. Ach, der liegt da zu Kacke. Okay, das ist schon das. Wo ist der Sklavenhändler? So, regenerieren wir uns erstmal kurz. Und dann suchen wir diesen komischen Sklavenhändler. Erschieß deine Freunde, los. Die Flagge holen. Don't get your hopes up. I'll keep up with you. Das ist Tatsache eine Assassinenflagge. Hätte ich nicht erwartet, dass die hier dann auf dem Grundstück noch Sklavenhändler haben. So, ein bisschen was aufgedeckt, aber unser Ziel ist immer noch das. Wir können ja was renovieren. Das machen wir natürlich, denn das steigert unser Einkommen. Heik, du. Naja, ich glaube, wir haben nicht genug Holz, um das zu renovieren. Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Oder Eisen. Schade. Gut, zurück zu unserem Schiff. Ja.
Ja! Stell dich nicht so an. Vielleicht ist das Schienbein gestoßen, aber das heißt ja nicht, dass du hier rumstöhnen darfst. So, was haben wir hier? Oh, eine Karte. Und eine Bank. Kümmern wir uns nochmal eben um unsere Flotte. Seekampagne! Ja, Schiff repariert. Ja, Schiff repariert. Ja, Schiff repariert. Schlacht beginnen. Schlacht beginnen. Sieg. Neuer Status sicher. Route sichern. Und los. Route sichern. Erfolgschance 100%. Schlacht beginnen. Schlacht beginnt. Überspringen. Schlacht gewonnen. Wieso schießen eigentlich alle auf ein großes Schiff? Weiter spielen. Erfolgschance 100%, dann können wir auch das kleine Ding losschicken. Ja, Seekampagne erfolgreich beauftragt. Wir könnten mit diesem kleinen Boot zu unserem großen Boot fahren. Nein, das lassen wir. Da. Natürlich ist dort das Ruder. Steuer. Hat. Captain ist an der Steuer! Yeah! Einmal drehen und dann Richtung Sionne. Attacke. Aber das Schiff sieht immer noch nicht so aus, wie wir es eigentlich ausgestattet hatten. Vielleicht kommt das noch. Ich hoffe es. Tabak, juhu! Nu, das ist ein schönes Bild, mit dem ich mich aus dieser Episode von Assassin's Creed Rogue verabschieden werde. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wie wir das Fort verteidigen werden, um unseren Kumpel zu retten. Also bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wenn ihr die Folge morgen nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Abo-Knopf drückt. Also bis dahin alles Gute und bis morgen. Ciao!